Hallöchen zu einer neuen Folge von TechEd bzw. Minecraft. Ihr seht, ich habe ein neues Texture Pack. Lasst euch nicht hiervon ablenken, PUBG Craft. Nämlich, ihr seht es schon hier so ein bisschen, ne? Es ist noch immer, sind auch immer 41 Mods drauf und wir haben immer noch alles da. Dieses Modpack habe ich mir ausgesucht, weil es einfach nur geil ist und ja, also ihr seht jetzt schon, es ist einfach nur episch. Auch diese Sterne gerade oder hier. Ich weiß nicht, ob das Holz irgendwie drin ist. Ich glaube fast. Ach nee. Ja, das weiß ich nicht, ob das Holz mit reingekommen ist. Aber halt diese Standardsachen wie Creeper, Gras, Bäume, Stein. Nee, das Holz ist auch neu. Alles halt neu und frisch und ne? Finde ich auf jeden Fall super klasse. Also so bin ich das auch gewohnt, weil ich andauernd irgendwelche Let's Plays von Sebikro zum Beispiel, ist keine Schleichwerbung, ich finde ihn super, könnt gerne mal drauf gucken, er steht in meiner Liste, und Sebi, ich würde mich mal freuen, wenn du mir mal antworten würdest, weil ich hatte dir, glaube ich, 2 E-Mails geschrieben, aber ist nicht schlimm, wenn du es aus Versehen übersehen hast, weil du so viele E-Mails bekommst und so weiter, bla bla bla. Aber falls du dieses Video guckst, weißt du Bescheid, ne? Gut. Ist nicht so, dass ich dir jetzt nachgemacht habe. Nein. Ich habe nur so gedacht, dieses Texture Pack ist ganz lustig und gefällt mir einfach. Also, und da ich das so gewohnt bin, irgendwie, weil ich deine Videos so oft und gerne und lange gucke, habe ich mir nur so gedacht, ja gut, machen wir das auch mal so. Sind jetzt, glaube ich, nicht genau die Texturen, die ihr habt, beziehungsweise du. Ihr habt, glaube ich, noch andere von einem anderen Texturierer. Oh, ich habe Essen. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Ja. Ach, wollen wir erstmal schlafen gehen? Es ist nachts, sehe ich gerade. Gut. So. Zuallererst habe ich mir erstmal gedacht, achso, nochmal zur Info. Da rennen Skelette rum und Creeper vor der Haustür. Nein, nein! Oh. Hi, Spinnylein. Na? Oh, scheiße, ich hatte ja nur ein Leben. Nein. Geht doch gar nicht. Wie doof war das denn gerade? Oh Mann. Das war echt doof. Oh Gott. Wie doof war das denn? Ich verstehe es immer noch nicht. Jetzt ermorde ich mich hier nochmal runter. Ermorden. Runter ermorden, geht das? Gibt's das? Bei mir gibt es das. Keine Ahnung wieso, ich bin gerade voll happy. Vielleicht auch, weil dieser Rasen hier gerade nur wächst. Ich glaube aber nicht. Also freut euch auf die Folge. Es wird lustig, es wird spaßig, es wird schicki. Und ja, wobei ich doch keinen Plan habe, was wir machen. Natürlich habe ich einen Plan. Ihr kennt den Spruch ja schon so ein bisschen. Aber gut. Rubber Tree Saplings, ein paar Tree Taps, Silber und Zinn und Kramsel, Gedudele, Entschuldigung, achso, ja, ich war ja dabei, so ein bisschen Mining-Tour zu machen letztes Mal. Dabei haben wir leider keinen Dias gefunden und auch leider, konnten wir dann daraus natürlich keine Diamantspitzhacke bauen und leider, brauchen wir die Diamantspitzhacke, weil, ich gehe jetzt einfach mal alles hier rein, die Spitzhacke tue ich gleich wieder raus und das andere Zeugs. Und dann gehen wir gleich auf eine weitere Mining-Folge und gucken da so ein bisschen rum,
Was haben wir noch hier so, was ich mitnehmen muss? Das nehme ich mal mit. Wo sind jetzt die ganzen Fackeln hin? Ach da. So, Sebi, ich gebe dir recht, diese Fackeln sieht man hier bei dem Texture Pack übersieht man hier oft öfters. Aber gut. Ich brabbel zu viel. Mal das ausprobieren, ob das hier auch geht. Oder? Habe ich es auf Englisch? Nein, habe ich nicht. Schön. Achso. Ja, ich war unglaublich. Nein, Transporter. Nein, gibt's nicht. Oder? Gibt's es doch? Ich weiß es nicht. Mann, scheiße. Egal. Das, ja, gut. Verpflegung müssen wir mal mitnehmen, gucken, was wir da haben. Da haben wir wahrscheinlich gar nichts. Dann gucken wir hier mal. Huch. Das nehmen wir mal mit. Oder nein, das nehmen wir nicht mit. Wir nehmen das mal mit. Falls wir wirklich so am Limit sind, dass wir wirklich hier Dingsflash, Wattenflash essen müssen. Was ich natürlich nicht hoffe. Ich gucke hier nochmal, was wir hier drin haben. Aber ich vermute fast, dass wir Wattenflash essen müssen. Also, na gut, ist ja aber auch kein Ding. Wir nehmen natürlich noch ein Schwert mit. Das ist ja muss. Anders können wir das nicht machen. Gut, und dann werden wir jetzt nochmal abtauchen. Ja, wir lassen unsere Baumfarm da nochmal schön wachsen und jumpen jetzt hier einfach mal runter. Ah, da war noch Gold. Cool. Lal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 
gebastelt, gekraftet, wie man will. Nicht im Ernst. Muss ich mir jetzt eine Eisen... Ah, nehm it. Warum? 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 Immer noch. Ach, egal. Vielleicht haben wir hier noch was. Da haben wir schon mal die Stickies. Nehmen wir gleich drei. Aber wir haben kein Materialien. Wir haben keine... Oder doch. Sehr schön. Ein paar unannehmend. Und ich habe schon wieder diese scheiß Rosen rausgenommen. Ach Mensch. Na gut. Ritzen wir mal los. Oh, wir haben schon ganz 64 Kohle. So. Wir jumpen jetzt hier nochmal runter und freuen uns, dass wir fast ins Loch fallen. Oh, oh, oh. Brauchen wir. So, einmal Luft holen. Ach, schade. Den Lapis wollen wir natürlich haben. Ist das Lapis? Nein, das ist kein Lapis. Das ist... Saphire. Eisen ist auch immer gut. Ah, komm hoch. Zieh! Schön direkt neben der Lava. Überhaupt nicht gefährlich, nein. Boing. Flip. Flip heißt der, glaube ich. Flip? Ich weiß es nicht. Von Mine Maya, der Typ da. So, der immer hüpf. Komm ich da drauf? Ist das der Wald? Nein, das ist natürlich nicht. War auch klar, dass es kein jemand war. Ist tun. Aber hier ist viel zu viel Wasser, hier baue ich ungern ab. Ich baue sowieso immer ungern Wasser ab. Also trudeln wir hier mal wieder durch und ernten ein bisschen was an Erzen. Fackel rechts. Fackeln zur rechten Hand werden dich führen. Zur linken Hand werden dich betrügen. Werden lügen. Krügen. Tüden. Die Lügen. Ich weiß, ich habe eigentlich direkt daneben eine Schaufel, aber ich war zu faul, die rauszuholen. Trudeln wir immer so, okay. Ah, da ist auch nichts mehr, gut. Gut, dann haben wir ja diesen Abschnitt schon mal erledigt. Da war noch Lapis und Zinn. Und da war noch Kupfer. So. Das Schöne ist, es leckt nicht mehr so extrem wie die letzten. Ach, da steht ja unser Baum. Unser Baum. Tralalala. Oh Gott, was haben wir denn hier für ein Höhlensystem gebastelt? Aha, hab ich da mal was vergessen. Zack.
das hatte ich ja da gelassen. Der Baum, der wächst irgendwie nicht. Wahrscheinlich ist das Lichtlevel zu niedrig. Wir setzen da nochmal ein paar Fackeln hin. Vielleicht wächst der dann mal. Ich weiß, es ist jetzt gerade ein bisschen übertrieben, aber gut. Vielleicht, ne? Man weiß ja nie. Okay, da hatte ich zugebaut. Ist irgendwo ein Zombie. Mr. Zombie, wo bist du? Komm her, ich suche dich. Wo bist du? Zombie. Nicht hier, gut. Zack. Und dann basteln wir mal hier so ein bisschen ab. Ich weiß, ich mache jetzt hier wieder eine super Mining-Tour hier, aber ich meine, müssen ja nicht mit Absicht daran vorbeilaufen, wenn es hier schon überall vor unseren Füßen liegt. Dann können wir es ja gleich mitnehmen. Und ich meine, wir brauchen es ja noch. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir davon nichts brauchen, irgendwie, dass wir noch nie nicht mehr eine Mining-Folgen rausbringen müssen. Wir werden immer, denke ich, ein bisschen minen gehen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber halt nicht mehr so viel wie momentan. Weil später werden wir dann noch ein Querychen haben. Ein Queryline. Queryline? Querychen? Ach, man weiß es nicht. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Wenn nicht, dann guckt meine Tutorials. Wo ich auch nochmal weitermachen muss, merke ich gerade. Das merke ich nicht gerade, aber ist mir gerade wieder eingefallen. Aber das wird später nochmal drankommen, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, wenn nicht sogar spätestens in den Sommerferien. Also bis dahin müsst ihr euch dann gedulden, bis dann wieder Tutorials rauskommen. Und ich kann ja mal in der Mappe kurz gucken, aber die habe ich glaube ich nicht mit. Die habe ich nicht mit. Oder habe ich nicht hier. Was war das? Was soll ich tun? Scheiße. Help. Help. Wo ist das Scheißviech? Und ich habe nur gerade so an Slenderman gedacht, weil eigentlich hatte ich ja noch mal geplant, irgendwie Slender Spiel rauszubringen, ja, weil das auch immer so richtig schön die Leute erschreckt, auch selber, wo ich ein paar Let's Plays darüber geguckt habe, habe ich mich immer so zusammengefaltet, weil ich so Schiss hatte einfach. Unglaublich. Also dieses Spiel ist echt Hammer. Und eigentlich wollte ich ja mal mit einem Kumpel, wollte ich mal so Geocaching machen. Geocaching oder wie das heißt. Und das halt nachts im Wald. Und dann habe ich nur so gedacht, oh Gott, wenn jetzt dieser Slenderman kommt, ne? Weil es gab ja mal so eine Legenden und so und bla. Von wegen, Slenderman gibt es. Aber es gibt ihn wohl wirklich nicht. Aber es sollte ihn schon auf sämtlichen Bildern gegeben haben, aber ich glaube daran nicht. Sonst würde der hier bei mir im Keller auch schon irgendwo hocken. Aber gut. Wir hoffen es mal nicht. Weil wenn der dann noch hockt, dann habe ich echt Schiss. Gut. Und so, weil Lava werden wir auch noch brauchen wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Whetstone. Mal gucken, ob die Animation noch gibt. Und das Zeug werden wir noch brauchen. Wir werden eigentlich noch alles brauchen. Also macht euch keine Sorgen. Ich werde hier jetzt noch alles schön mitnehmen. Auch schön gucken an der Lava, ob hier irgendwo Dias sind.
Weil wir brauchen, wie gesagt, 3 Dias bzw. 14 Dias. Wird auch noch schön eine schöne Tour, die Dias zu suchen. Also, ne? Wird schon lustig, 14 Dias zu suchen. Allein für eine Spitze. Nee, wir brauchen sogar mehr. Wir brauchen mehr als 14. Scheiße. Aber wir haben ja sonst noch die Kohle-Variante, wo wir dann mit Kohle Diamanten machen können. Werdet ihr auch noch sehen. Sonst vielleicht noch in einem Tutorial oder sonst halt, wenn ihr ein bisschen weiter guckt, hier ein paar Folgen weiter, dann keinen Bock darauf zu gehen. Wie man das macht. Ich werde es euch jetzt aber noch nicht verraten, weil sonst wäre es ganz Witz weg, dass man aus Kohle Diamanten machen kann. Aber das habe ich schon mal irgendwo gehört, auch in echt geht das wirklich mit Kohle, weil dieses Kohle, also diese Steinkohle natürlich, nur damit kann man das wirklich machen. Das ist voll interessant, finde ich. Oh, schon wieder ein Nikolai-Zeug mit. Aber egal. Habe ich nicht letztes Mal schon Diamanten gefunden? Ach nee. Stimmt, das war ich ja gar nicht. So, einmal hier rüber bauen. Boah, ey, habe ich Schiss hier. Dieser doofe Slenderman oder Enderman, wie er ja in Minecraft heißt. Aber ihr scheint nicht viel zu sein mehr. Schade. Wäre ja mal was gewesen, wenn wir hier so ein paar Dias gefunden hätten, ne? Wäre ja mal ganz schön. Aber nicht. Hier ist nicht. Nicht. Geht's da hoch? Nein. Aber da können wir mal eine Fackel hinsetzen, weil es da ziemlich dunkel ist. Zack. Da ist Kohle, die hatte ich da liegen gelassen. Jetzt gehen wir hier mal weiter und basteln so ein bisschen Sachen ab. Weil ich möchte gerne etwas haben, dass wir in die Hölle gehen können. Weil da ist bei Tekkit, sind da nämlich auch noch Erze drinne. In Dings sind auch Erze. In der Hölle, in dem Nether. Und da kann man nämlich auch noch schön farmen. Aber man muss dazu sagen, man muss in der Hölle ein bisschen mehr aufpassen, weil die Schweinchen, die haben da, die mögen das nicht, wenn man da ein paar Erz abklopft und dann werden die ziemlich aggro. Also da soll man, ne, vorsichtig sein. Aber okay, wir werden das packen. Und noch wollen wir ja nur ein bisschen Glowstone haben, denke ich. Habe ich so geplant. In 18. Ich glaube, wir machen jetzt hier String Mining. Oder wie sich das nennt. Nur das machen wir. Habe ich damit nicht schon irgendwo angefangen? Ach man, ich weiß es nicht. Besteht halt immer nur die Gefahr, dass man völlig volle Kanne in Lava fliegt. Machen wir das mal hier. Gut. Zack, 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 zack. Ach ja. So, erstmal ein Fackelchen. Und jetzt mit einer Schaufel weiter buddeln. Cobblestone brauchen wir sowieso immer ein bisschen. Also eigentlich ja nicht. So überhaupt gar nicht. Ah, hier sieht es schon mal gut aus.
Hier hat man auch was. Erde klopfen wir auch ab. Und Fackeln machen wir auch noch dahin. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist hier irgendwo noch eine Höhle. Oder so. Oh. Stopp. Stopp. Okay, da will ich hin. Da ist... war ich schon, oder? Ach, hier sind wir. Gut. Dann vergessen wir das. Dann machen wir hier mal so eine... Gold. Gut, bauen wir doch mal ab. Machen wir hier so eine Schlaufe rum. Und wandern dann mal weiter. Gold. Gold ist auch immer ziemlich gut. Also, ja, ist ziemlich gut. Kann man auch viele lustige Sachen mitmachen. Aber wir wollen ja Dias haben. Diamanten. Ich suche Diamanten. Oh. Na gut. Dann werde ich auch hiermit erstmal die Folge... Oh, Redstone. Oder mache ich jetzt erstmal doch weiter? Und hiermit werde ich erstmal diese Folge beenden und nächstes Mal geht's weiter mit dem neuen Texture Pack und mit eventuell einem Intro, was ich aber bezweifle. Aber gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen, diese Mining Tour hier wieder. War ein bisschen wenig Monster da, ich gebe zu. Aber wenn es euch gefallen hat, liked es. Abonniert mich, teilt mich und leitet mich halt weiter aus mit irgendwelchen Materialien, oh, voll im Mining-Collar, Zombie, per irgendwelchen Techniken oder was weiß ich. Nächste Folge geht's weiter, ihr werdet sehen, woher der Zombie kommt und wo die nächste Höhle ist. Bis denn, tschüss!